Oh, gut. Wie wär's, wenn du mir jetzt all deine Pflanzenstörter schenkst? Well, you're tough. I want to give you my Turtwig. Do you want to take it? Ach, ich darf ihm keinen Spitznamen abgeben. Ah, do you like my starter? Cool. Das ist ja wie in XY, wo man nach der Liga auch einen zweiten Starter bekommt von Sanna. Wow, ich habe jetzt einen Chillast. Ich muss dringend gucken, wo hier der Namensbewerter war. Damit Ninja Turm und Chillast doch Spitznamen bekommen. Also so ein Chillast im Team? Schon nice. Auch wenn Kiesel... Ne? Kiesel ist halt Kiesel. Kiesel ist der Beste. Aber das ist cool. Ey, wenn ich dann irgendwo noch Palmflamm bekomme. Alter. Habe ich noch Schützern? Ja. Wow. Das kam jetzt unerwartet. Das ist cool. Okay, hier brauche ich Kraxler. Das ist cool mit dem Chillast. Sonst war ja keine Surferstelle, ne? Nein, nur Kraxler. Dass ich bestimmt irgendwann nach der Liga bekomme. So wie ich das Spiel einschätze. Da oben ist noch was zum Surfen, aber es gehört ja zu Hotasita City. Das mindestens ein Wasserfall hatte. Ich frage mich immer noch, was das ist, was vom Himmel regnet. Schnee offenbar nicht. Sonst wäre das hier alles weiß. Baumwolle Chicken! Ja, immer noch. Nee, weißt du, so kleine Kackhaufen von Altaria. Ja. Denn wie jeder weiß, kackt es Wolken. Weil Mega Altaria so flauschig ist. Oh. Ey, besonders der Backsprite dann in Oras von Mega Altaria. Da sieht man ja das Kampffeld nicht mehr vor lauter Altaria. Mega Altaria. Da sieht man Mega Altaria nicht mehr vor lauter Flau. Ah, hier brauche ich auch Kraxler. Und... irgendwie ist dieser Wasserfall sinnlos. Kommt das nur mir so vor? Oder denkt ihr das auch? Was denkt ihr? Was hat man nochmal für eine Hütte? Das Restaurant! Ach, hier gab es doch sowieso keine Pokémon in Hotasita City. Ich frag mich immer noch, wann ich eine Superangel bekomme. Ich habe ja bisher nur eine Angel und eine Profi-Angel. Wahrscheinlich auch erst nach der Liga. Traurig. Das war wirklich der Wasserfall hier? Ich habe eine größere Erinnerung gehabt. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Oh, Chicken ist enttäuscht. Eine Runde Mitleid für Chicken. Oh, das sieht das City. Wieso? Ja. Jetzt kommen wir erstmal zu der Stelle mit dem Gamebreaker. Wo man immer noch ne, das Game breaken kann, wenn man hier runterspringt, ohne Surfer zu haben. Oder im Besitz von Fliegen zu sein, irgendein Pokémon, das das lernen kann. Darauf sollte man echt achten, dass man sowas nicht einbaut. Aber hey.
Ich habe ja zum Glück Pokémon dabei, die beides haben. Surfer und Fliegen. Und ich soll den Schutz wieder anmachen. Tja, Kivikale! Fort in euch! Ihr habt mich schon halt im Training genervt. Du. So, Route A. Hier haben wir noch einen Wasserfall. Das ist schön. Und noch eine Höhle. Kriege ich jetzt Palmflamm? Ich glaube, das ist ein Ja. Okay, holen wir unser Panflamm. Ach, diesmal ist es auf der anderen Seite, hä? Da ist Fire Water. Ich hab ein Déjà-vu. Oh, you have a Water-Type Starter. I want to battle with you. Ja, really? Moment! Rätselhaus! Stimmt, das können wir auch noch machen. Rätselhaus. Ja, du schickst jetzt die ganzen Feuerstarter rein. Als ob ich damit gerechnet habe. Oh, wie toll. Und du hast Flammenwurf einfach. Was ich auch haben will. Böse. Kopfnuss. Böse. Cyndaquil. Cyndaquil? Ist das Feuerriegel? Weil Flenny heißt Torchic. Im Englischen. Ach, Feuerriegel. Oh. Feurige? Lass mich raten, du hast dann auch ein Ditto. Torchic! Ja, Flemly. Ein Chicken! Ja, ein Küken. Chicken! Ditto, ich habe in die Zukunft gesehen. Ey, das ist geil. Das ist wirklich geil. Da hat sich der Heckensteller wirklich schicke Sachen ausgedacht. Ey, wenn ich jetzt auch noch Panflamm bekomme, dann habe ich alle Starter hier. Oh, gut. Na, gibst du es mir? Ja, tough. Alle Starter haben wir. Ey, wie geil ist das denn? Ich glaube, sowas wünscht sich jeder. Einfach mal ohne Tausch alle Starter zu bekommen. Und wisst ihr, was wunderbar wäre? Wenn wir nach der Liga von Professor Birk uns einen Starter einer anderen Region noch aussuchen können. Weil in Smaragd war das ja auch so. Oder braucht man dafür... Nee, dafür braucht man keinen vollen Pokédex. Was denke ich da schon wieder? Also Höhendex meine ich jetzt. Müsste man die Liga oder den Höhendex vervollständigen dafür? Ah, da muss ich jetzt gerade mal nach.
gucken. Ich weiß es nicht mehr. Smaragd ist so lange her. Eigentlich nicht so lange wegen der Smaragdnaslok, aber hey. Es ist lange her, dass ich mir die Johto-Starter aussuchen durfte. Zwischen den Johto-Starter in Smaragd. Nee, den Höhendex muss man vervollständigen. Okay. Wo gehen wir denn als nächstes lang? Wir können ja erstmal das hier abgehen. Dann haben wir alles aus hier außen rum erstmal abgegangen. Und dann können wir uns ja von die Innenteile hier. Gute Wege gab es da? Ne, da gab es keine Kaskade. Können wir uns noch um die Route und die Route und um die Routen kümmern. Da wäre sowieso nur dieses Labyrinth. Hier war nichts mehr mit Kaskade. Ja. Dann... Wo ist eigentlich? Hier, fester Sohn. Dann machen wir das Rätselhaus. Gute Ideen. Da war auch keine Kaskade. In der Honig. Im Honigdorf auch nicht. Ihr könnt ja erstmal unsere neuen Starter angucken, ne? Am besten tue ich die drei Pokémon in eine separate Box. Damit ich weiß, aha, Chicken, den Pokémon musst du doch einen Spitznamen geben. Ich muss aber erstmal den Namensbewerter hier wiederfinden. Oh ja. Schön, dass das so weit oben. Level 40 sind sie beide. Ah. Sind die auf meiner ID eigentlich? Ja. Sind sie, also ich kann sie umbenennen. Und du auch noch. Du brauchst ja auch noch einen Spitznamen. Was habt ihr zwei eigentlich so für Attacken? Ah. Das sind alles Attacken, die KP wiederherstellen können. Ja. Wobei die beiden dann KP vom Gegner klauen, um sie einem selber hinzufügen. So einer bist du also, hä? Das ist auch Feuertanz. Nee, was anderes, was Dings hat. Twilight. Was war Twilight's Attacke? Auch Feuer. Ich hinterfrag nichts mehr. Einfach machen, Chicken. Einfach machen. Ja, schon funktioniert nicht mehr. Was? Es funktioniert nicht mehr. Ah, es hat aufgehört zu wirken. Das funktioniert doch. Ah. Haben wir hier noch irgendeine Höhle? Nein.